Joker's to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. So, Freunde, heute ist offizieller Mach deine Scheiße Tag. Der wurde ins Leben gerufen von Finn Kliman vor. Oh Gott, vor einem Jahr. Gut, der selbst persönlich macht das wahrscheinlich schon länger, aber er hat es letztes Jahr das erste Mal auf YouTube gepackt und das ist immer der erste Sonntag im Februar des jeweiligen Jahres. Gut, ich gebe zu, heute ist Samstag, weil ich möchte das Video gern morgen online haben und Samstag hat auch den Vorteil, dass man im Baumarkt gehen kann. Eine Frage, die immer wieder kommt, lustigerweise auch ganz oft per Mail und weniger in den Comments, weil meine Leute schreiben mir mehr Mails, als die in die Comments schreiben. Warum auch immer. Gut, wenn ihr das lieber mögt, dann ich lese auch Mails. Aber ihr könnt auch gerne in die Comments schreiben. Und das hüpfende Kalb fragt sowieso immer in den Comments, wann wird denn mal die Hardware getauscht? Da muss ich jetzt sagen, da müsst ihr noch ein bisschen warten, weil ich habe mir schon wieder neue Hardware bestellt. Wen wundert's? Die letzte Hardwarebestellung ist ja auch schon ein Jahr her, das letzte Video, das ich das gemacht habe. Das heißt, ich habe das alles schon wieder ein bisschen verworfen und habe mir schon neue Hardware bestellt, weil ich einfach zu viel Geld habe. Nee, weil ich einfach mit der letzten Hardware nicht ganz so zufrieden war und andere Komponenten auch alt geworden sind. Das hier wird es demnach bald nicht mehr geben, mal von dem ganzen Chaos abgesehen, dass es sowieso nicht geben wird. Aber der wird halb so groß, das wird ein Mini-ITX, der kommt da drüben in dieses IKEA-Regal, was ihr jetzt nicht seht. Und was ich aber eher im Rahmen des Mach-deine-Scheiße-Tags machen will, ist diese Pfandflaschen wegbringen, von denen ihr schon seht, dass die sich offensichtlich schon ewig angesammelt haben. Und was ich noch machen möchte, ist diese Konstruktion hier. Da sieht man sofort, die ist scheiße, weil, ja, wie ist die überhaupt zustande gekommen? Ihr seht, da drüben, da steht so ein Regal im Prinzip unter dem Tisch, da ist die Tischplatte einfach nur drauf und dann sind hier diese Tischbeine. Und dieses Regal hatte ich eigentlich geguckt, wie hoch das ist und das sollte eigentlich exakt genauso hoch sein wie diese Tischbeine, aber ihr seht, das sind jetzt mindestens, da waren tatsächlich einfach mal, oh, einmal mit Profis arbeiten, da waren tatsächlich einfach mal 7 bis 8 cm, ja, ist eigentlich, oh nee, eigentlich sind es nur 6. Jetzt muss ich genau messen, sonst bin ich wieder scheiße. 6 bis 7 cm waren das einfach zu wenig. Und das ist schon eine ganze Menge und das ist schon ganz schön scheiße. Deswegen ist jetzt mein Plan, dass ich einfach in den Baumarkt gehe, mir so ein Brett in richtiger Tiefe einfach hier oben drunter schraube, einfach nur, damit das halt mal ordentlich ist, damit das hier nicht immer da und dann bleibt man hier auch hängen und dann stößt man sich einen Fuß und Fußstoßen tut sowieso immer extrem weh und dann muss da mal was gemacht werden. Und dann verspreche ich euch, danach kommt ein Video, wo ich wieder ganz amateurhaft und stümperhaft und mit ganz vielen Sachen, die schief gehen, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Hier den alten PC, die Sachen da, die noch rauskommen, die SSD und das Netzteil, was ja nur neu war, in den neuen PC baue und den dann auch da drüben in den hoffentlich dann irgendwann aufgeräumten Regal, das Regal, da reinpacken werde. Ich glaube, das ist auch der erste Tag des Jahres, wo man mal wieder so ein bisschen ohne Schal und Handschuhe rausgehen kann. Das finde ich gut. Okay, es ist jetzt so, ich habe jetzt hier eine Säge gekauft und dieses Stück Holz, was dann unter den Schreibtisch montiert wird, damit der halt ein bisschen höher ist. Das ist nicht ganz so breit, ich habe es ja vorhin ausgemessen, aber ich muss die eh zersägen und dann kann ich die beiden, also quasi die beiden kurzen nebeneinander und ein bisschen auch versetzt machen. Das funktioniert von den Schrauben her. Breitere hatten sie nicht, also jedenfalls nicht in der Dicke und nicht in irgendwelchen Preissegmenten unter 500 Euro. Ich war auch kurz davor, mir eine Stichsäge zu holen, aber ich habe mir gedacht, die Investition kann ich dann doch nicht rechtfertigen, weil wie oft säge ich schon mal was? Offensichtlich nie, weil sonst hätte ich ja eine. 60, oh, ganz genau muss es ja nun nicht, muss es hier nun mal nicht so. Erstmal anmarkieren, möglichst gerade. Ja, war ja so Markierung, ne? So, und wie immer, wenn man irgendwas draußen machen will, fängt es natürlich an zu regnen. Scheiß Februar, ist halt so. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so gut, wenn ich die Kamera da aufstelle. Der wird ganz schön durchgestellt. Aha. Oh nein. Wieso hat's das gemacht? Da kann ich doch überhaupt nichts dafür jetzt. Ist das schlimm? Nee, nicht so eigentlich. Das ist ein einziger Push, ist es. Aber trotzdem gut genug, zum Glück. Wahnsinn.
Jetzt hätte ich fast weiter gearbeitet, ohne das alles aufzunehmen. Ich bin das gar nicht gewohnt. Gar kein richtiger YouTuber. Ich filme gar nicht, wenn ich aufs Klo gehe und so ein Zeug. Das größte Problem an der ganzen Sache ist, dass ich in einem Schuhkarton wohne und nicht so viel Platz habe einfach den ganzen Scheiß hier. Irgendwas wird dabei kaputt gehen. Ich sag's euch, irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann will ich eine Garage haben, wo ich das mich einfach nur alles rausschleppe, was zusammengebaut werden muss und dann trage ich es wieder rein und dann stelle ich fest, dass ich es drin hätte machen sollen, weil die Türen nicht groß genug sind, dass es dann der Nachteil in der Garage hat. Aber die Vorteile überwiegen ganz klar die Nachteile. Ich weiß wohin. Oh, ich habe einfach zu wenig Platz hier, um irgendwie zu basteln. Was hätte ich mir Lust dabei gedacht, ey. So, ich bin hier relativ gut ausgestattet, habe einen Bitsatz. Das heißt, ich kann Achso, schön drin. So, und jetzt schauen wir mal, was wird bei die Dinger da wo passen. Der hier, der hier, den hier. Ja, noch besser. Es ist sogar mit Licht für die Leute, die auf YouTube arbeiten und so, damit das auch alles, ne? Guck mal, das ist doch schön geworden hier, alles. Fällt eh gleich alles raus. Und ich dachte, das wäre so praktisch. Ach, mal schauen, das sind ja 3-3, das heißt immer so. Ja, eigentlich sind es 5. Was ist das für Scheiß? Ja, gut, dann machen wir halt 3-2. Kann ich jetzt nicht ans Telefon? Arbeite! So. Ach, wir machen das einfach hier außen ganz bündig dran. Das ist schon. One. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass es gerade wird. Das ist immer das Problem bei so langen Schrauben, dass es so bleibt, wo es ist. Ja, das ist schon okay. Das ist schon alles okay, nach hinten fällt er ja nicht. Da kommt er. Da zieht er. Oh, da ist er. Dieses tolle Geräusch, wenn sich Metall durch Holz frisst. Das mag ich. Knack, knack, knack. Bruder. Hat schon mal fester gesessen. Boah. Ja, so ein bisschen. Weiß nicht. Ja, ich meine, es ist Tanne. Es ist auch nicht das festeste Material. Aber es wird schon okay sein. Also. Vor allem, es wirkt ja so quer, ist halt, ich weiß nicht, warum das so wackelt. Das ist schon ordentlich angebohrt. Vielleicht liegt das hier an dem Material so ein bisschen, was drunter ist, wo der Tisch ist. Der war jetzt auch nicht der teuerste, weil als Student muss man ja sparen und so. Ich mach das jetzt so, weil dann kann ich tatsächlich hier auch mal irgendwie, das ist vielleicht ganz praktisch, dann kann ich hier in der Mitte mal irgendwie ein Kabel langlegen oder irgendwas, so ein Kabelschacht oder mal da irgendwas rein, so für einen Kopfhörer oder irgendwas. Ich glaube, das ist ganz geil so. Ja, riecht ein bisschen verschmort, aber ansonsten ist gut. Nochmal letzte Korrektur, so. Ja, vielleicht doch wieder ein bisschen zurück, so. Wir hätten es einfach lassen sollen, wie es ist. Das Gute ist ja jetzt auch, wenn ich das hier hinten festmache, ist der hier fest, weil der hier ist ein bisschen fester, die teilen sich dann die Festigkeit. Das ist immer Grundgesetz der Festigkeitslehre. Wenn eins fest ist, fester ist es als das andere und du machst die untereinander fest, dann teilen die sich die Festigkeit. Das ist quasi Festigkeit halbe. Mal Cosinus, Daumen, Pi, irgendwas. Viele Studenten denken sich jetzt zwischendurch mal, wenn sie so im Studium sind und gerade in der Prüfungsphase oder nicht so gut läuft, denken sie, wären sie mal Handwerker geworden. Ich denke mir das auch ganz häufig. Aber dann mache ich sowas und denke mir, ey, ich wäre der größte Pfuscher der Welt geworden. Es ist gut, dass ich kein Handwerker geworden bin. Ich bin relativ zufrieden, auch wenn das von unten jetzt irgendwie scheiße aussieht, aber von unten sieht es ja keiner. Komm da raus. So, mal draufsetzen. Ein bisschen hin und her wackeln.
Ja, gut. Hält. Habe ich ja gebaut. Warum soll es auch nicht halten? So, erstmal Fenster auf. Es gibt noch so eine zweite Sache, die ich heute in Angriff nehmen muss. Unser Vermieter hat sich so ein bisschen beschwert, dass unsere Türen so dreckig sind im Haus. Er hat einen bitterbösen Zettel geschrieben, hat gemeint, er hat uns schon mal daran erinnert. Hat gesagt, ja, das geht aber nicht, sie müssen das ein bisschen sauber machen, weil ist so, keine Ahnung, er ist halt unzufrieden. Und da will ich mich jetzt dran machen. Ich habe heute nämlich im Baumarkt auch so ein Zeug gekauft. Das ist extra gegen wir fertigen modernste Reinigungsmittel. Mache ich da Werbung? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat der Verkäufer gesagt, das benutzt er auch, das ist super. Und ich habe hier tatsächlich, das ist nicht mal von mir, das ist irgendwie, als ich irgendwie ein, zwei Jahre hier gewohnt habe, ist es auf einmal zum Tragen gekommen. Dass sich da der Dreck dran gesammelt hat, vorher war das alles durchsichtig. Also ich habe da nie was dran geklebt und trotzdem habe ich das Zeug jetzt am. Habe ich jetzt hier die Krätze da am, ne? Gute Zeit, ja, werden wir schon hinkriegen. Ach, scheiß Kindersicherung, ich hasse Kindersicherung. So zu bekotzen. Ich wollte doch ein bisschen mehr noch davon. Oh, ich hätte gleich richtig viel nehmen sollen oder so. Was ist das denn? Alles abgesplittert, da kann ich nichts machen. So, um jetzt mal den Vorher-Nachher-Vergleich zu haben, da ist definitiv was weggegangen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in diesem Alleskleber, Allesentferner liegt, weil im Endeffekt, vielleicht war es auch nur das heiße Wasser und das feste Schrubben, weil feste Schrubben musste man immer noch. Also eigentlich habe ich gedacht, ich trage das Zeug auf und der Kleber verschwindet einfach so und weg ist er, so ganz magisch. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch, aber nichtsdestotrotz habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt mit diesen Dingen deutlich leichter ging als ohne. Ja, auf jeden Fall funktioniert hat's. Mein Schreibtisch steht wieder, als Nebeneffekt ist auch ein bisschen sauberer geworden. Vielleicht hätte ich hier mal drüber wischen sollen. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, Schreibtisch ist gemacht, Bad ist gemacht. Da habe ich ja auch nochmal so eine Vorher-Nachher-Sache gezeigt, gerade eben. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist ein bisschen ja, Papierkram. Es hat nun mal nicht mehr jeder so handwerkliche Sachen, die er ständig aufschiebt und irgendwie... Der kommt dahin. Und ja, ich glaube, die meisten von uns schieben lieber Papierkram oder irgendwelche Sachen, die sie am PC mit Ämtern oder schriftlich machen müssen, auf, als irgendwie das Sachen, die sie am Haus machen. Dementsprechend bleibt mir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Zeug in die Tasten zu hauen, ein bisschen Papierkram zu machen. Das ist aber für euch vollkommen uninteressant, weil das schaltet ihr sowieso ab, das weiß ich ganz genau, ich kenne euch doch. Deswegen, das war mein Macht-Deine-Scheiße-Tag. Ich hoffe, ihr macht spätestens nächstes Jahr mit und bringt so ein paar Sachen hinter euch, die... Ja, die ihr vielleicht schon seit, gut, das sind dann Februar 2018, die ihr vielleicht schon seit Februar 2017 dann vor euch herschiebt. Also in diesem Sinne, haut rein.